Anlässlich der 17. CEA Summer Days wurde das Stück »Am Dienstag wird geprüft« von der Theatergruppe erst aufgeführt. Richtung Westen. In welchem Land befindet sich dann die Zugspitze? Portugal ist die Antwort. Was? Die Zugspitze ist in Deutschland. Wahnsinn, Wahnsinn. Also Graf, ja. Geografie, nichts wissen. Ja, besser aufpassen. Ja, bitte. Wir haben noch eine zweite Frage, da kann man sich ausbessern. Okay. Geschichte. Ich sag dir jetzt eine Jahreszahl und du sagst mir vor oder nach Christi, okay? Okay. 400. Das ist keine Jahreszahl, oder? Schneller. Nach vor Christi. Bitte wie? Nach vor war es leider, leider nicht nach vor. Also, aber ich soll mit dem Uhr. Na, Fetzen geht wahrscheinlich. Du nimmst es mir eigentlich aus dem Mund. Ich wollte sagen, was reimt sich auf Strümpf? Fünf. Richtig! Ja, Wahnsinn! Da kriegst du schon Plus. Für einen Fünfer kriegst du kein Plus. Wo ist denn die Nissel, Irene? Erst einmal alles Gute zum Geburtstag heute. Kann man schon mal applaudieren. Weil du Geburtstag hast, gibt es eine ganz einfache Frage. Buchstabiere mir das Alphabet. Entschuldigung, das Alphabet. D-A-S-A-L-B-A-A-B-I-B. So schwer ist es nicht. Das gibt es. Genau so habe ich die Frage gestellt. Gut, zweite Frage, ein bisschen einfachere Mathematik. Aber da brauche ich eine schnelle Antwort, sonst ist es ein bisschen zu leicht. Gell? Wie viele Zehen haben 10 Füße? Gell? Herr Professor, ich weiß nicht. Willst du deine Note wissen? Ich sehe zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, dass ich einen Einser kriege. Wie viele Finger hat deine rechte Hand? 5. Richtig. Egger, Felix, Egger. Ich merke, die Leute sind schon ein bisschen nervös. Gut, mein Name kommt noch nicht, ich weiß nicht. Egger, erste Reihe, der Schreber mit dem Bier am Boden. Ja, ja. Also diese Disziplin in dieser Klasse, ein Wahnsinn. Egger, du kriegst folgende Frage von mir. Geografie. Paris, Berlin, London und Tannenzapfen. Was passt nicht in die Reihe? Tannenzapfen. Falsch, Paris, alles andere, hör mit einem N auf. Entschuldigung, das ist ja wohl klar. Nichts wissen, keine Disziplin. Vielleicht ein bisschen Mathematik, Latein? Ja, Mathematik. Ja, Latein auch? Nein.
Gut, ganz einfache Frage. Ich hab gesagt, schreiende Kinder aus dem Saal, gell? Also, aufpassen. Wie viel ist CXV minus CXX plus X? Weiß ich nicht. Also, die Antwort war ja leicht. Wer weiß es? Na, deine Note. 5. Entschuldigung. So, und als letzter. Valenta Birgit, wo sind wir denn? Eine weitere Frage wurde gestellt. Wie viel sind 1000 Gramm plus 100 Zentimeter? Also eine leichtere Frage gibt es ja nicht. 1000 Gramm sind 1 Kilo, 100 Zentimeter sind 1 Meter. Also 1 Kilometer. Entschuldigung, leichter gibt's. Ja, da nicht. Englisch? Englisch auch? Nein. Eher Deutsch, gell? Dann machen wir Englisch. Ich sag dir jetzt einen einfachen Satz auf Deutsch und du übersetzt ihn mir auf Englisch, okay? Ja, natürlich. Drei Hexen schauen sich drei Swatch-Uhren an. Welche Hexe schaut sich welche Swatch-Uhr an? Bitte. Is watching a Swatch? Bitte was? Drei Hexen schauen sich drei Swatch-Uhren an. Welche Hexe schaut sich welche Swatch-Uhr an? Swatch, three witches, watch, three swatch, watches. Which, watch, which, swatch, watch. Swatch, watch. Nicht so lustig. Machen wir am Nachmittag gleich nochmal vier Prüfungen. Dazwischen ist die Mittagspause, da können Sie sich dann darauf vorbereiten. Obermeister David, wo sitzt der? Ah, letzte Reihe, den prüfe ich gerne. Freisel Melanie, erste Reihe, sehr gut. David übrigens, du bekommst Religion, du bekommst Musik. Acic Sophie, wo ist die? Ah, da weiß ich ganz genau, was ich frage, da kennt sie sich nämlich gar nicht aus. Sport. Und Stele Valentin, Stele, da. Du bekommst die Frage in Geschichte. Wie gesagt, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, euch darüber vor. Die Stunde beende ich. Ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, euch darauf vorzubereiten. Noch mal ganz ehrlich, ich denke wohl, das wird auch ein Fünfer, aber das werden wir dann sehen. Viel Spaß in der Mittagspause. Die Hausmeisterin hört die Schüler über die anstehende Prüfung klagen, weiß jedoch sofort, dass sie ihnen mit ihrem umfangreichen Wissen weiterhelfen kann. Ich kann euch ein bisschen was erzählen. Also sagt mal, welche Fächer habt ihr denn so? Ja. Geschichte. Geschichte. Naja, also in eurem Alter habe ich gelernt von Napoleon und seiner letzten Schlacht. Das war nämlich 1815. Es war der Tag des 18. Juni 1815. Napoleon, die Schlacht bei Waterloo. Was die wenigsten wissen, Waterloo heißt übersetzt Wörthersee. Für Napoleon war es ein alles entscheidender Kampf. Napoleon Bonaparte. Kleiner Krieger mit großen Hüten.
hat eine Vorliebe für Wurstsemmel mit Essiggurken. Gegenüber standen ihm 70.000 Mann des Vereinigten Königreichs. Es war ein erbitterter Kampf, ausgetragen von den mutigsten Kriegern. Die letzten Überlebenden lieferten sich harte, brutale Wasserbombenduelle. Nach mehreren Stunden des harten Kampfes mit vielen Opfern auf beiden Seiten beschlossen die Generäle, den Ausgang des Krieges auf eine etwas andere Art und Weise zu klären. Wir regeln das jetzt unter Männern. Und so verlor Napoleon schließlich die Schlacht am Wörthersee und wurde auf die Insel St. Helena verbannt. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er da noch heute. Gründonnerstag, das letzte Abendmahl von Jesus und seinen 12 Jüngern. Was die wenigsten wissen, der Abend wurde von Maria Magdalena live gestreamt. Hallo meine Leute, ich bin's wieder, euer Maria Magdalena. Maria Magdalena, berühmte Influencerin. Heute live beim letzten Abendmahl und wie immer dabei der Jesus. Also folgt mir auf Insta und generell überall, weil ich halte euch am Laufenden und außerdem bin ich extrem cool. Und Hashtag Amen. Jesus, Selfie Time. Die Gruppe versammelte sich aber nicht ohne Grund. Tatsächlich hatten ihre Frauen einen Mädelsabend und die Männer passten auf die Kinder auf, die am Nebentisch eine wilde Geburtstagsparty feierten. Nachdem ihr Stammpizzabote Moses 40 Tage in der Wüste feststeckte, mussten sie sich etwas anderes überlegen. Ich hab Bock auf Pizza. Nein, ich hab Bock auf Burger.
Das habe ich erst gestern gegessen. Sushi war schon nass. Hört, hört, meine Jünger. Hört, hört. Jesus von Nazareth. Heute noch gepredigt, morgen schon gekreuzigt. Ich habe eine Idee. Bibel.at, der Lieferservice meines Vertrauens. Die haben ein 10-Gebote-Menü. Da können wir uns 10 Sachen aussuchen, die geliefert werden sollen. Nachdem die wichtigsten Fragen geklärt wurden, fing Jesus an zu predigen. Gestern habe ich 3 Leuten das Augenlicht geschenkt und habe 3 Liter Wasser in 18 Liter Wein verbraucht. Am Ende des Tisches konnte man eine interessante Konversation zwischen Petrus und Johannes verfolgen. Amen. Amen, 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 Amen. Petrus fragte: Hörst du denn Jesus auch so schlecht wie ich? Nein, ich höre ihn eigentlich ganz gut. Was höre ich denn da? Oh, ich höre wieder alles klar und deutlich. Und das war die Geschichte vom letzten Abendmahl und vom allerersten Cochlea-Implantat. Steht es geschrieben? Ja. Sind so wirklich die ersten CIs entstanden? Ja, sicher, das wissen halt die wenigsten. Aber ich habe das so in der Schule gelernt. Bitte, kannst du mir in Sport weiterhelfen? Sport? Naja, also ich könnte die Geschichte vom ersten Marathon erzählen. Das war nämlich damals in der Antike. Es war das Jahr 490 vor Christus. Die Athener hatten gerade den Krieg gegen die Perser gewonnen. Überbringen sollte die gute Nachricht Pheidippides. Wir haben gewonnen! Was die wenigsten wissen, Pheidippides war eine Frau. Pheidippides. Auf ihren langen Reisen benutzte sie einen Reisekoffer, in den sie selbst hineinpasste. Wir haben gegen die Perser gewonnen. Überbringe die gute Nachricht nach Athen. Boah, gar keinen Bock. Ich wollte eigentlich shoppen gehen. Ich bräuchte eigentlich eine neue Toga, Sandalen und die Fackel von meinem Freund ist auch schon wieder ausgegangen. Die Nachricht aufgeschrieben und mit reichlich Sack und Pack machte sich Pheidippides auf den Weg. Was die wenigsten wissen, ist, dass der Weg von Marathon nach Athen eigentlich nur 2 Kilometer lang war. Doch in dieser Geschichte kam es anders als erwartet. Schon nach kurzer Zeit wurde Pheidippides nämlich abgelenkt, was eine folgenschwere Auswirkung auf ihren weiteren Weg hatte. Ja, hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin gerade am Weg nach Athen, weil wir haben ja den Krieg gewonnen. Boah, ist voll langweilig. Pheidippides ging und ging und ging, in der Erwartung, schon bald in Athen einzutreffen. Nach mehreren Stunden wurde sie jedoch stutzig. Wo bin ich hier? Wo ist denn bloß Athen? Kameramann, weißt du, wo Athen ist? Du bist vor 20 Kilometer falsch abgebogen. Nach 7 langen Stunden des Gehens kam Pheidippides schließlich bei Anbruch der Dunkelheit in Athen an. Sie hatte durch ihren kleinen Umweg an diesem Tag 42,195 Kilometer zurückgelegt. Die Distanz, die wir heute als Marathon kennen. Sie überbrachte die frohe Botschaft dem obersten Beamten der Stadt. Ebaldus Turnotopolis. Was ist? Wer stört? Evaldus Turnotopolis. Leider nur Viertplatzierter der diesjährigen Familienolympiade. Ich hab keine Zeit, aber komm her. Bitte schön. So, also wirklich, da bin ich mir nicht mal gestört. Du kommst zu mir nicht. Fakt ist, ich morgen die Olympiade gewinnen. Wir haben den Krieg gewonnen. Aha, den Krieg haben wir gewonnen. Das ist gut.
wir machen müssen, ist, wir müssen morgen die Olympiade gewinnen. Es gibt wirklich Wichtigeres als Kriege. Die man gewinnen ist die einzige Option, ist schon klar. Aber die Olympiade, verstehst du mich? Das Ende der Geschichte ist euch wohl allen bekannt. Kurz nach Überbringen der Nachricht fiel Pheidippides tot, müde ins Bett. Wo war das mit dem ersten Marathon, ja? Ja. Gab es damals wirklich schon Handys? Ja, also das wussten zwar die wenigsten, aber ja, ich habe das so in der Schule gelernt. Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Ja. Hey, kannst du mir auch noch Musik helfen? Musik, ja, da kenne ich nämlich eine gute Geschichte. Die Geschichte der ersten Band. Die ist nämlich früher entstanden, als wir so denken könnten, denn das war nämlich schon in der Steinzeit. Wir befinden uns in der Steinzeit. Was die wenigsten wissen, damals gab es noch keine Musikinstrumente. Doch durch Zufall entdeckten die Menschen schnell, was für Geräusche die Natur zu bieten hatte. Wurde schließlich die erste Band gegründet. Ja, und das war die Geschichte der ersten Band. Gut, ich glaube, eure Pause ist langsam vorbei, oder? Viel Glück bei der Prüfung! Danke! Danke. So, die Mittagspause ist vorbei. Warum sitzt ihr noch nicht an euren Plätzen? Die Glocke hat schon vor einer Ewigkeit geläutet. So, bei mir bleiben können aber gleich Obermeister David, Freisen, Melanie, Artit, Sophie und Stele. Valentin, ihr habt jetzt Prüfung. Das ist jetzt schon wieder vier Prüfungen. Ein Wahnsinn. David, deine Frage ist aus Religion. Kennst du dich damit aus? Ja. Ja? Nun gut, deine Frage betrifft das letzte Abendmahl.
Wie viele Menschen waren denn beim letzten Abendmahl? Viele. Und eine Kindergeburtstagsparty? Ja. Beim letzten Abendmahl? Ja. Noch vielleicht irgendwas, was da passiert ist? Oder? Ja. Bitte. Da wurden auch Hörgeräte entstanden. Die Hörgeräte, die Cochlea da, die wurden bei... Na klar! Bei Jesus hat wieder einfach so... Also bitte! Da schreiben sich die Firma ja von selbst. Jeder weiß doch, dass das erste elektronische Mehrkanal-Cochlea-Implantat von Inge und Erwin Hochmeier entwickelt wurde. Fünfer, Widerschaft. Faisal. Ah, das wird wahrscheinlich auch ein Fünfer, gell? Bin nicht umsonst der strengste Professor, den es gibt. Welche Instrumente, Musik natürlich, spielten die Mitglieder der ersten Band? Also es war so, es wurde mit Holz, Blättern und Haaren gespielt. Haaren, Stöcken und Blättern und den Kopf haben sie vielleicht gegen einen Baumstamm gehabt, oder? Ja. Na klar! Also, die Fünfer schreibt sich heute wie von alleine wieder schauen, fetzen. Das ist ein Wahnsinn. Acic, na gut. Bei Sport, da bin ich mir sicher, das wird er tun. Gut. Gut, was frage ich dich denn zu Sport? Was steht im aktuellen Lehrplan? Ja, eine gute Frage, doch mit Geschichte verbunden. Wer lief denn den ersten Marathon und wie kam es denn dazu? Ja, das weiß ich ganz genau. Wirklich? Da bin ich gespannt. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also eine Frau war am Weg nach Athen. 2 Kilometer wäre der ursprüngliche Weg gewesen. Sie hat sich leider dermaßen verlaufen, dass sie im Endeffekt die 42 Kilometer gelaufen ist. Eine Frau hat sich verlaufen. Okay, das passiert. Aber 42 Kilometer. Also bitte, ihr bettelt sie um die 5er. Aber es hat doch die Hausmeisterin so gesagt. Stille. Ja, kommen. So, im aktuellen Lehrplan steht Napoleon. Erzähl mir bitte von Napoleon und seiner letzten Schlacht. Okay, also es war so, es war beim Wörthersee-Krieg. Waterloo heißt nicht, was heißt bitte was? Übersetzt Wörthersee heißt. Und dann hat Napoleon bei Scherischem Papier verloren. Scherischem Papier? Ja, Scherischem Papier. Verloren dann. 5, wieder schön. Also, Hausmeisterin redet. Also, das lief ja einfacher als gedacht. Ich komme wie immer auf meine 5er-Quote. Ihr könnt euch bitte wieder hinsetzen. Ach Gott, also am Vormittag 4-5er, am Nachmittag 4-5er. Es bespeist wieder mal, ich bin nervöseste und auch zu gescheit. Beste Lehrer der Welt. Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe denen doch alles erzählt, was ich wusste. Ich habe das doch so in der Schule gelernt. Oder so ähnlich halt. Aber sind sie alle durchgeflogen, meinetwegen? Und doch irgendwie helfen können. Ich habe eine Idee. Ja, 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 so machen wir das. Und das Beste daran ist, wenn ihr dieses Jahr durchfällt, kann ich euch jetzt nächstes Jahr noch einmal quälen. Es wird wunderbar. Und natürlich kommen demnächst auch andere Schüler noch dran. Wie zum Beispiel... Oh, das Video geht mit. Moment. Hallo? Ja, hier spricht der Oberschulinspektor Alleswissen. Oberschulinspektor Alleswissen? Ja, genau. Woher haben Sie denn bitte meine Nummer? Alleswissen, ich weiß alles, auch Ihre Nummer. Okay, na bitte, Herr Schulinspektor, was brauchen Sie? Ja, also Herr Professor Stein, ich habe gehört, dass Sie wieder geprüft haben, ist das richtig? Natürlich, ein guter Professor prüft regelmäßig seine Schüler prüft regelmäßig. Ja, und wie war das so? Ja, für mich war es wunderbar. Ja, und was haben Ihre Schüler so für Noten bekommen? Und es war mehr oder weniger erfolgreich für den einen oder anderen, aber Sie können versichert sein, dass ich Sie gut geprüft habe. Ja, ich hätte da schon jetzt gern konkrete Zahlen. Ja, also es waren... 4 Prüfungen am Vormittag, die sind schon nach Hause gegangen, meinen, und dann waren 4 Prüfungen am Nachmittag und alle waren 5er. Alle waren 5er, das kann es doch nicht geben. Aber Sie können versichert sein, ich habe Sie geprüft, wie Sie... Nein, ich werde mir das selber anschauen, die Prüfungen werden wiederholt. Aber ich werde dabei sein, ich bin in der Nähe, es gibt keine Widerrede, wiederhören. Ja.
ihr braucht euch gar nicht zu früh freuen. Ich weiß, ihr habt das jetzt gehört. Aber dieser Schulinspektor alles wissen wird, wenn er in Kürze hier eintrifft. Er hat gesagt, er ist in der Nähe. Schon sehen, was ihr für ein inkompetenter Haufen seid. Ich werde dann ganz einfach euch nochmal schwierigere Fragen stellen und es wird wunderbar. Boah, ich hab echt keinen Bock. Nicht weg. Ich war das. Ich hab eine Idee. Es tut mir so leid mit euren Prüfungen. Ich wollte euch wirklich nur helfen. Aber jetzt weiß ich, wie ihr die Prüfungen bestehen könnt. Ich werde mich als Schulinspektor verkleiden. Ich komme dann vorbei und ich gehe mit euch die Prüfungen durch. Aber ihr habt doch alle Cochlea-Implantate, oder? Ja. Alles klar. Ich habe hier ein Gerät, da sprecht ihr einfach rein, Audiolink, ihr sprecht einfach rein die Antworten und ihr hört es direkt im Cochlea-Implantat. Alles klar? So können die Probleme freischummeln. Ja. Irgendjemand muss die Antworten einsagen, wer macht das? Ja, ich mach das. Ja, einfach die Antworten da einsagen. Ihr hört sie im Cochlea-Implantat. Prüfungen dann bestanden? Ja! Von der Idee überzeugt, stellten sich die vier Schüler wieder den schweren Fragen des Professors. Na, da bin ich schon gespannt. Wie viele Tage hat denn eine Woche im buddhistischen Kalender? Die Antwort sollte 8 sein. Also David. 8. Bitte was? 8. Das ist richtig. Also eine einfache Frage. Ludwig van Beethoven schrieb viele Instrumentalkonzerte, unter anderem das Violinkonzert in D-Dur, weiß doch jeder. Welches Instrument spielt alleine im ersten Takt? Warte, ich muss das googeln. Die Antwort Pocket. Also Melanie, was war's denn? Also ich denke, dass die Antwort Pocket ist. Pocket? Ja. Bist du sicher? Ja. Nein. Das ist richtig. Sie können sich versichern, dass es 2 positive Noten an einem Tag bei mir noch nie gegeben hat. Sophie, okay, dann bin ich sicher, dass wir den Film versporten, Sophie, das passt. So, bei welcher asiatischen Kampfsportart spielen Schwerte oder Stöcke eine wichtige Rolle? Die Antwort lautet Kendo. Also, Sophie, was sagst du bitte? Na, ich würde sagen Kendo. Also Kendo gesagt? Kendo. Also Kendo gesagt? Kendo. Ich kannte das Wort nicht. Ich brauche heute noch eine Regel. Ja. Valentin, kommst du bitte her? Geschichte hattest du, gell? Ich habe eine Frage zur Antike für dich. Welcher Vogel war denn in der Antike das Symbol für die Weisheit? Aber jetzt bin ich bisschen Antwort ist Eule. Also, Valentin, bitte, was ist denn die Antwort? Bitte enttäusch mich nicht und dann hätte ich auf den jetzt ganz genau in die Eule. Vier positive Noten, dann möchte ich nicht mehr länger Professor sein. Yeah! Ja. Nachdem die Schüler mit Hilfe der Hausmeisterin den Professor überlisten konnten, feierten sie gehörig den Schulabschluss.